Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es mal wieder in Lightroom und zwar um den Dunstentfernregler. Denn diesen Dunstentfernregler, den kann man vielleicht auch noch ein bisschen anders anwenden, als man es normalerweise tun würde. Und wie das genau funktioniert, möchte ich dir in diesem Video mal etwas genauer zeigen. Viel Spaß! Ich habe Lightroom wieder offen und habe mir mal ein Bild rausgesucht, was bestimmt auch schon wieder 2-3 Jahre alt ist. Da war ich auch zum Sonnenaufgang da. War eine sehr, sehr schöne Stimmung, weil diese Brücke zum Sonnenaufgang tatsächlich komplett menschenleer war. Tagsüber ist da normalerweise zumindest, wenn man jetzt nicht in Quarantäne ist, sehr, sehr viel los. Deswegen kann ich nur empfehlen, geht da zum Sonnenaufgang hin, auch nicht zum Sonnenuntergang, weil da wird auch noch viel los sein. Aber Sonnenaufgang, da haben die Leute ja eigentlich Besseres zu tun, als auf so einer Hängebrücke zu stehen, nämlich zu schlafen. Und dementsprechend ist es da wirklich menschenleer. Und ich möchte dir jetzt in diesem Video mal zeigen, wie ich den Dunstentfernregler in bestimmten Situationen anwende. Denn ich denke mal, die meisten von euch nutzen den eigentlich fast nur in eine Richtung, nämlich in diese Richtung. Das Problem ist, wenn man den zu doll einsetzt, dann sieht man es schon, die Blauwerte werden extrem betont. Man kriegt sehr viel Kontrast rein und natürlich auch mehr Sättigung. Bis zu einem bestimmten Grad ist es auch gut, aber ich sehe halt auch immer wieder Bilder, wo das extrem übertrieben wird und man dann solche Ergebnisse bekommt, die dann halt nicht mehr wirklich realistisch aussehen. Das ist natürlich auch ein Stilmittel, ne? Also ich sage jetzt nicht, dass es falsch ist, aber ich würde dir raten, eine etwas geminderte Einstellung in dem Dunstentfernregler zu verwenden. Wir werden jetzt einfach mal dieses Bild so ein bisschen bearbeiten und ich zeige dir dann mal, wie ich den Dunstentfernregler genauer einsetze. Also ich werde als erstes mal die Tiefen ein bisschen aufhellen. Die Lichter können wir noch ein kleines bisschen abdunkeln. Vielleicht so einen kleinen Verlaufsfilter hier oben noch reinsetzen, um den Himmel so ein kleines bisschen abzudunkeln. Dafür nehme ich als erstes hier den Effekt mal komplett raus. Wird dann hier noch so ein bisschen Belichtung ins Negative ziehen. Hier auf der linken Seite, da stört es mich fast ein bisschen. Also es ist jetzt fast ein bisschen zu dunkel geworden. Deswegen werde ich mal mit der Bereichsmaske Luminanz, jetzt drücke ich mal die O-Taste dabei. Dann sehe ich, wo die Maske hier angewendet wird. Und ich auch hier über dem Baum, da stört es mich auch. Und dann werde ich jetzt einfach mal die dunklen Bereiche davon ausschließen. Und dann siehst du, wie der Baum als erstes weggeht. Und auch die linke Seite da, die linke Ecke, die linke obere Ecke, ist jetzt von diesem Effekt auch ausgeschlossen. Und dann drücke ich nochmal O, um die Einstellung hier wieder rauszunehmen. Und die Lichter setze ich vielleicht auch noch ein kleines Stück runter. So, das gefällt mir so schon ganz gut. Und dann geben wir insgesamt dem Bild noch ein bisschen mehr Kontrast. Das gefällt mir auch gut. Den Weißabgleich, den lasse ich mal so. Vielleicht müssen wir das ganze Bild ein kleines bisschen drehen. Wahrscheinlich müssen wir es sogar ziemlich doll drehen, weil die Windräder da hinten stehen noch relativ schief. Ja, das ist eigentlich schade, weil die Windräder echt gut aussehen. Wir müssen mal gucken, vielleicht nehme ich hier unten ein kleines bisschen was weg. Dann können wir hier nämlich die rechte Seite so drin lassen. Ja, es ist immer noch nicht ganz gerade. Allerdings muss ich auch sagen, hier die Brücke, es sieht auch sonst aus, als würde das Bild wieder nach links kippen, wenn wir das jetzt ganz gerade machen hier auf der Seite. Und ich orientiere mich da dann eher so ein bisschen hier hinten an dem Horizont. Dann sind die Windräder nicht ganz gerade, aber ich denke mal, so passt es einigermaßen. Und jetzt schauen wir mal weiter. Okay, ich werde auf jeden Fall auch noch ein kleines bisschen Klarheit dazugeben, so plus 10 ungefähr. Sieht gut aus. Und jetzt kümmern wir uns als nächstes mal um Dunst entfernen. Also, ich würde Dunst entfernen, wie gesagt, jetzt nicht auf das gesamte Bild hier anwenden, weil dann sieht das Ergebnis irgendwie nicht mehr so schön aus. Ich bin sogar ein Freund davon, Dunst entfernen auch gerne mal negativ anzuwenden. Also, wir können gerne mal hier das ganze Bild Dunst entfernen mal so ein bisschen negativ anwenden, so minus 7 ungefähr. Dadurch wird das Bild ein bisschen entsättigt. Und gleichzeitig verliert es auch so ein bisschen Kontrast, was ich aber ganz schön finde eigentlich, gerade in so einer Morgenstimmung, wo das Licht noch sehr, sehr weich ist, sehr diffus und da hat man eigentlich auch weniger Kontraste. Und du siehst sowieso hier im Hintergrund, dass es hier noch relativ neblig war. Und das möchte ich sogar noch ein bisschen verstärken, diesen Effekt. Und dafür nehme ich mir jetzt hier einfach mal einen Radialfilter. Ziehe jetzt diesen Radialfilter hier mal relativ groß auf, relativ großzügig. Ich werde das gleich noch so ein bisschen bearbeiten, diese Maske. Keine Sorge. Aber als erstes werde ich jetzt hier mal diesen Radialfilter aufziehen und dann hier mal Dunst entfernen reinbringen. Natürlich muss ich das Ganze jetzt hier noch umkehren, dass es wirklich innerhalb des Radialfilters hier ist und nicht außerhalb. Ja, also ziehen wir das Ganze hier mal so auf. Es ist jetzt relativ doll, dieser Effekt. Also minus 25 ist schon eine ganze Menge. Aber für Demonstrationszwecke lasse ich das erstmal so. Vielleicht
nehmen wir es am Ende wieder so ein bisschen zurück. So, jetzt ist es natürlich auch wieder so, wenn ich jetzt mal die O-Taste hier drücke, das schlägt sich natürlich auch gerade hier auf die Bäume im Vordergrund aus, auf das Geländer und so weiter. Und da soll es natürlich nicht stattfinden, weil es soll dieser Nebel natürlich nur im Hintergrund sein. Ja? Und deswegen auch hier wieder Bereichsmaske, Luminanz, ganz einfach. Jetzt kann ich die dunklen Bäume hier im Vordergrund, das dunkle Geländer davon mal so ein bisschen ausschließen. Ja, so sieht es doch schon ganz gut aus. Und dann haben wir hier ein gutes Ergebnis. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Ich könnte jetzt sogar noch so ein bisschen Temperatur hier noch mit reinbringen, weil die Sonne ja da auch so ein bisschen drauf geschienen hat. Ja, das sieht eigentlich fast noch besser aus. Und vielleicht nehmen wir sogar noch ein bisschen Kontrast raus. Und die Tiefen könnte man noch so ein kleines bisschen aufhellen. Ja, perfekt. Damit bin ich erstmal zufrieden. Und so haben wir jetzt hier mal Dunst entfernt negativ angewendet und damit bauen wir jetzt quasi noch mehr Dreidimensionalität auf, weil der Hintergrund dadurch noch ein bisschen mehr im Nebel verschwindet und den Vordergrund, den können wir jetzt dafür noch ein bisschen mit Dunst entfernen ins Positive bringen, wie zum Beispiel jetzt hier mit einem Pinsel. Jetzt könnte ich hier einfach mal den Steg, also die Brücke an sich, mit ein bisschen Dunst entfernen noch positiv beeinflussen. Dafür werde ich mir jetzt hier mal einen Pinsel auswählen, der hier hinten reinpasst. Und dann mache ich den Pinsel hier größer. Vielleicht auch nochmal ein kleiner Trick für dich. Mache ich den Pinsel hier größer, drücke dabei die Shift-Taste. Und dabei habe ich jetzt einen kleinen Pinselstrich zu einem großen Pinselstrich gemacht. Jetzt kann man natürlich hier ist jetzt ein bisschen zu viel, werde ich jetzt hier mal die Alt-Taste drücken. Und dann mit einem negativen Pinsel das Ganze hier quasi wieder rausradieren. Da brauche ich das nicht unbedingt. Ich will es ja wirklich nur auf dem Steg haben. Und hier auf der Seite auch noch so ein bisschen. Sehr gut. So, und dann haben wir nämlich hier im Vordergrund noch so ein bisschen Dunst entfernt mit reingebracht und haben jetzt allein schon dadurch das Bild wesentlich dreidimensionaler gestaltet. Da ist jetzt wesentlich mehr Tiefe einfach drin. Jetzt können wir mal noch ein bisschen weiter runtergehen in die Kalibrierung. Ich will noch so ein bisschen mehr diesen Sonnenaufgangsflair haben. Deswegen schauen wir mal gerade hier die Grüntöne, die können wir hier noch so ein bisschen weiter Richtung Gelb ziehen. Ja, das gefällt mir richtig gut. Das sieht gut aus. Vielleicht die Rotwerte hier noch so ein kleines bisschen. Und die Schatten könnte man noch so ein bisschen ins Magenta tönen. Jawohl. Insgesamt, finde ich, können wir auch den Kontrast noch ein bisschen erhöhen. Und vielleicht die Belichtung so ein kleines bisschen noch ins Negative. Und schon haben wir hier ein sehr starkes Ergebnis, wie ich finde, wo wir jetzt halt den Hintergrund ein bisschen mehr noch in diesen Dunst reingebracht haben, den Vordergrund, da haben wir den Dunst ein bisschen entfernt und dadurch gewinnt dieses Bild einfach nochmal wesentlich an Qualität, wie ich finde. Jetzt könnte man zum Beispiel noch überlegen, ob man hier die Sonne noch so ein bisschen verstärkt. Jetzt nehme ich mir noch mal einen Radialfilter, werde jetzt hier auch wieder Dunst entfernen ins Negative ziehen, auch wieder Kontrast ins Negative, Belichtung ein bisschen nach oben bringen und dann hier auch mit einer Farbe arbeiten. Ah, so ein Gelb. Und dann ziehe ich mir jetzt hier nochmal, zack, so einen Radialfilter auf. Der ist jetzt natürlich wieder, müssen wir erst umkehren. Und dann passt der auch ins Bild rein. Machen wir auch wieder relativ groß hier. Das ist jetzt quasi so unsere Sonne. Können wir hier vielleicht noch die Belichtung ein bisschen höher machen. Und die Farbtemperatur hier auch noch ein bisschen nach oben stellen. Und die bringen wir jetzt einfach mal hier so in den Hintergrund rein. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir könnten jetzt mit der Bereichsmaske hier wieder die Bäume im Vordergrund so ein bisschen davon ausschließen, genau, weil die Sonne ja dahinter ist. Aber so haben wir jetzt hier diesen Sonneneffekt nochmal so ein bisschen verstärkt und auch wieder mit Dunst entfernen im Negativen. Und schaut euch mal an, was wir jetzt aus diesem Bild gemacht haben, mit ein paar einfachen Schritten, wie ich finde. Aber dadurch sieht das Ganze wesentlich besser aus. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt, ob ihr den Dunst-Entfernregler schon öfter mal im Negativen auch benutzt habt. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein, da bin ich sehr gespannt drauf. Also ich nutze das in letzter Zeit sehr, sehr gerne, diesen Effekt, weil ich den wunderschön finde. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch Fragen hast, schreib sie einfach unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du auch mal in meinem Online-Store vorbeischaust. Dort gibt es nämlich Videotrainings zum Thema Lightroom, zum Thema Photoshop und zum Thema Luminar. Also da ist für jeden was mit dabei. Und aktuell haben wir auch eine Rabattaktion, wo du nochmal 15% sparen kannst. Also falls du da Interesse dran hast, dann schau da auf jeden Fall mal vorbei und greif ein paar gute Sachen da ab. Ansonsten kannst du natürlich auch auf Instagram bei mir vorbeischauen, stefanschäfer90 heiße ich dort. Da würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn du mir dort folgen würdest. Und ansonsten bleibt mir jetzt nichts mehr, als zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten.